Wenn ihr auf der Suche nach einem kompakten E-Bike seid, das aber trotzdem mit ein paar tollen Annehmlichkeiten ausgestattet ist, dann solltet ihr dieses Video hier anschauen, denn genau so ein Rad soll das PVY Libon sein. Ob das denn auch in der Praxis so ist, genau darum geht es jetzt. Los geht's! Und so sieht das Libon aus an sich, auf den ersten Blick schon mal sehr schön verarbeitet alles. Mir gefällt, dass hier nicht alles dunkel und schwarz ist, sondern wir aluminiumfarbene Pedale haben. Die sehen toll aus, auch die Ritzel für den Riemen, die Kurbelarme, das schafft direkt einen auffälligen und in meinen Augen auch hochwertigeren Look und ist mal was anderes. Wie gesagt, in der Regel ist hier viel mehr schwarz zu finden, passt in diesem Fall auch zu dem übrigen Lack hier, so ein mattiertes Silber-Aluminium-Farben gespickt mit dem schwarzen Schriftzug und einigen orangefarbenen Akzenten. Wobei, so viel haben wir dann auch gar nicht in diesem schönen Lack, denn Lenker, Sattelrohr, Gabel vorne, das ist dann doch alles in schwarz gehalten wieder und sorgt dafür, dass das Rad gar keinen so bulligen Look hat, obwohl es doch dieses typische schmal hochgezogene Oberrohr hat, in dem sich gut ein Akku platzieren lässt. Die Verkabelung, ja, haben sie für außenliegend ganz gut hinbekommen, oder? So eine kleine Schiene, so ein Kanal, der die Kabel wegtransportiert und dann irgendwie doch wieder innenliegend macht, wobei nicht im Rahmen innenliegend und vorne alles gut zusammengehalten. Habe ich schon schöner gesehen, klar, aber auch häufig deutlich schlimmer. Aber gehen wir mal nochmal zurück zum Akku. Da habe ich eben gesagt, diese Bauform, da lässt sich gut der Akku integrieren, aber das wird euch vielleicht auch schon aufgefallen sein. Wir haben doch auch einen im Sattelrohr selbst. Ja, genau. Kurz zu diesem System. Wenn ihr den Akku laden wollt, nehmt ihr kurzerhand das gesamte Sattelrohr mit Sattel raus und könnt ihn dann überall hin mitnehmen. Hinten ist er mit einem Klick an- oder abgeschlossen an den Rest des Bikes und apropos abschließen, ihr könnt auch den Schnellspanner abschließen. Denn der Vorteil dieser einfachen Entnahme, das wollt ihr ja jetzt nicht unbedingt jedem ermöglichen, der daran gerade vorbeikommt. Dann aber, wie gesagt, Faltmechanismus, Hohlraum, noch ein Akku. Sowas kennt man ja auch schon lange, dass die aus dem Knick eines Faltrades heraus entnommen werden. Auch der lässt sich abschließen, also sicherheitstechnisch alles okay und somit ist auch klar, wir testen hier die Dual-Battery-Version des PVY Libon. Alternativ gibt es sie auch nur mit dem Akku in der Sattelstange, denn wenn es hier drinnen leer bleibt, macht er eigentlich nichts. Ne? Den könnt ihr aber optional dazu konfigurieren und das macht vor allem Sinn, wenn ihr mal richtig weite Strecken zurücklegen wollt. Jeder dieser Akkus kommt jeweils mit 36 Volt und 10 Amperestunden, also 360 Wattstunden, also in dieser Version sogar ganze 720 Wattstunden und das auch ohne Umstecken. Die werden beide zeitgleich betrieben bzw. benutzt, was natürlich schon praktisch ist und Reichweiten von bis zu 260 Kilometern ermöglichen soll. Ausgefahren habe ich das noch nicht und Herstellerangaben muss man ja auch immer etwas runterschrauben, aber alleine die Kapazität in so einem kleinen E-Bike ist natürlich ziemlich beeindruckend und wird auch sehr, sehr gute Reichweiten ermöglichen. Und wenn ihr nur einen Akku habt, auch nicht weiter schlimm, denn dank des geringeren Eigengewichts von dann 16 Kilo, muss der Motor ja gar nicht so viel Masse für das reine Bike bewegen. Mit dem zweiten Akku sind es dann 18,5. Das Gewicht ist schon toll, im Handling überrascht das richtig, denn rein optisch sieht man da jetzt ja nicht, dass es besonders schlank oder leicht wäre. Das hat mich dann doch etwas überrascht. War aber sehr cool, vor allem auch dann, wenn ihr es falten wollt. Ist ja immerhin ein Klapprad und das geht dann auch ganz easy. Wie man es kennt, einmal den Lenker entsichern und umklappen, dann auch noch in der Mitte entsichern und einmal hier falten. Und schon schrumpft das Bike auf kleine Ausmaße, sodass man es gut im Kofferraum oder in der Bahn kurzerhand einfach mitnehmen kann. Und ich mag auch immer diese Magneten an den Enden, denn damit bleiben die für den Transport auch immer schön beieinander und es klappt nicht auseinander und ihr habt sowas Flatteriges in der Hand. Also, Handling hier eine wirklich feine Sache, gefällt mir ganz gut bisher. Ich habe es auch eben schon angesprochen, die Gabel ist in schwarz gehalten, denn die Gabel ist gefedert. Auch nicht selbstverständlich bei so einem kleinen Klapprad und auch das bringt normal ja noch etwas mehr an Gewicht mit. Ich finde die echt brauchbar in diesem Fall. Der Federweg ist für die Stadt wirklich mehr als ausreichend und bringt einen spürbaren Komfort mit und auch die Griffe sind schön weich und werden am Ende hin breiter, sodass man da ganz entspannt die Hände auflegen kann. Und klar, wenn man die große Akkukapazität hier mal ausreizt, dann soll die Fahrt ja trotz kompakter Ausmaße auch noch etwas entspannt sein. Den Rest erledigen dann die Reifen, denn die sind etwas breiter als normale. Mit 6 cm schlucken die nämlich auch noch einiges an Erschütterung und liegen gleichzeitig schön sanft, aber trotzdem satt auf der Straße. Die Beleuchtung gefällt mir gut, nichts Spektakuläres können wir so abarbeiten, aber sehr, sehr brauchbar hier vorne. Ein dicker, heller Lichtkegel, das ist wirklich gut gelöst.
Wenn man dann losfährt, dann fällt einem gleich auf, okay, das geht ziemlich direkt los. Es braucht gar keine Anlaufzeit, kein motorloses Loch, durch das man erstmal hindurch muss, sondern man bekommt direkt Schub. Das liegt daran, dass der Hinterradnabenmotor mit einem Drehmomentsensor ausgestattet ist, der wirklich sehr, sehr feinfühlig agiert und sich echt gut dosieren lässt. Wie stark er dann anschiebt, das legt ihr hier fest. Am Display selbst sind die Knöpfe für die Bedienung angebracht. Das kennt man auch von anderen Bikes, aber das macht das ja nicht unbedingt schlechter. 3 Stufen an der Zahl gibt es, schön dargestellt auf einem Farbdisplay, wie gesagt, und das lässt sich auch richtig gut ablesen, alles hier. Sollte es auch, denn da schlummert noch eine Zusatzfunktion drin, nämlich eine Navigationsfunktion. Und die dazugehörige App könnt ihr dann mit eurem Ziel bestücken und dann werdet ihr ganz komfortabel über das Display hier zum Ziel geleitet. Das Smartphone kann dabei bequem in der Tasche bleiben, finde ich immer ziemlich angenehm, sowas, wenn man das schon integriert hat und sich mit keinerlei Zusatzlösung befassen muss. Klar, dieses Navi könnte etwas schneller umschalten, es könnte etwas direkter angesteuert werden, aber ich meine, die Funktion zu haben, das ist schon sehr, sehr praktisch. Zurück zum Motor. 250 Watt bringt er mit und ein hohes Drehmoment. Ganze 50 Newtonmeter sind es und das merkt man auch ziemlich deutlich, vor allem wenn die so direkt in der Nabe sitzen. Vor allem auch dann beim Bergauffahren. Da seid ihr schon sehr sorglos unterwegs und das, obwohl das PVY Libon hier ein Single Speed ist. Heißt, es gibt keine Schaltung, ihr seid immer im gleichen Gang unterwegs. Am Berg gar kein Problem, aber wenn ihr normal, sage ich mal, damit unterwegs seid, dann könnte es ein Problem geben. Zumindest mit der Kadenz. Die fand ich hier wirklich ungewöhnlich hoch und realistisch gesehen ist bei 22 bis 25 km/h Schluss. Klar könnt ihr noch weiter pedalieren, ihr könnt so schnell werden, wie ihr eben könnt, aber das ergibt hier in dem Fall keinen Sinn. Und das sollte einem auch hier wirklich klar sein, über 25 km/h weiter treten, gleich einem Hamsterrad und man kann fast gar nicht mehr aufbauen als solche Werte. Finde ich ein bisschen schade, denn man ist dank des agilen und übrigens sehr leisen Motors auch sehr, sehr schnell in dem Geschwindigkeitsbereich und das Bike fährt sich auch stabil bis dahin, aber mehr habe ich wirklich kaum hinbekommen. Hat auf der anderen Seite den Vorteil, auch wenn der Akku mal alle ist, kommt man damit noch wirklich gut vom Fleck, weil eben sehr, sehr wenig Widerstand da ist. Wie schnell ihr dann wirklich seid, das zeigt das Display. Wir haben ja hier auch allerhand Fahrdaten im Blick und für alles Weitere, wie gesagt, nicht nur für die Navigation, gibt es die dazugehörige App. Eine weitere App, die ihr nutzen könnt, mit der könnt ihr das Bike tracken. Ist derzeit so gelöst, dass es einen kleinen Tracker dazu gibt, den ihr dann aber manuell platzieren müsst. Also das ist vielleicht etwas zu vielversprechend oder irreführend ausgedrückt, dass man sagt, man kann das Libon tracken. Ja, aber ebenso wie man auch jedes andere Bike tracken könnte, wenn man es denn mit so einem Teil hier aufrüstet. Das solltet ihr nur vorher wissen, also es hat kein integriertes GPS-Modul oder ähnliches, aber man kann sich mit so einem kleinen Tracker aushelfen, der ist hier schon dabei. Ja. Ich hadere wirklich noch mit dem Motor, denn der kann wirklich was. Und das, obwohl er klein, leicht und leise ist, umso mehr ist es schade, dass die Kadenz uns hier doch so limitiert. Die Kraft wird dann übrigens mit einem Carbonriemen übertragen. Das ist für einen Single Speed immer eine tolle Alternative, sieht gut aus, trägt zu einem cleanen Bild hier bei und apropos clean, da dort keinerlei Wartung nötig ist, also kein Öl, Fett oder Wachs, bleibt auch die Hose clean, da frisst sich dann auch keine Kette rein. Ich finde gerade in der Stadt und vor allem auch für ein Rad, das man auch anfassen muss, beim Klappen zum Beispiel, ist so ein Riemen immer sehr, sehr praktisch. Der hier kommt laut Hersteller auf 20.000 bis 30.000 Kilometer Laufleistung, das ist dann auch nochmal ein Plus, wenn man sich da nicht drum kümmern muss und das sind Werte, die auch ein Gates Markenriemen erreicht, aber hier wurde eben ein anderes, wahrscheinlich günstigeres Modell genommen, aber wenn die Werte gleich sind, warum auch nicht? Was uns noch fehlt, sind die Bremsen und auch da kann man wirklich nicht meckern, hydraulische Scheibenbremsen vorne wie auch hinten zu finden, die einen tollen Job machen. Dosierung und Schärfe passt hier wirklich out of the box, das hat man auch nicht immer und das schafft auch Sicherheit, wenn ihr hier mit dem Verkehr unterwegs seid und genau wisst, wenn es drauf ankommt, sind die in jedem Fall am Start. Maximal 150 Kilo hält das PVY aus. Guter Wert für so einen kleinen Flitzer, da kann man nicht meckern. Preislich sind wir bei diesem Teil hier, es ist noch nicht erhältlich zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video mache. Zwischen 1000 und 1500 Euro, da habe ich extra nochmal nachgefragt, aber der Preis steht noch nicht final fest. Dafür bekommen wir ein ziemlich alltagstaugliches Bike. Vor allem die Möglichkeit, hier richtig Reichweite hochschrauben zu können. Der Riemenantrieb und der gut umgesetzte Drehmomentsensor gepaart mit der Federung, das macht schon alles Spaß. Und
Der wird aber getrübt. Und ihr könnt es euch denken, ich meine damit die zu kurze Übersetzung. Wenn ihr aber sagt, mir macht das nichts, ich kann mir das aus welchen Gründen auch immer vorstellen, dann könnte das PVY Leavon ein wirklich sehr guter Deal für euch sein. Also sagt doch mal, was haltet ihr davon? Ich freue mich schon auf eure Antworten, auf euer Like und hoffentlich auch auf euer Abo. Dann sehen wir uns auch schon ganz bald mit dem nächsten Review wieder. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen bis zum Ende und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.